Guten Abend, Freunde, und willkommen zurück bei Ark Survival Evolved. Wie ihr seht, wir sind wieder am White Sky Peak, oben im Schneebiom. Und ich wollte euch einfach mal heute wieder eine Runde zeigen, wie weit wir denn hier jetzt schon gekommen sind. Weil es hat sich ein bisschen was getan. Zerko ist leider noch nicht mit dabei. Den muss ich mir jetzt erstmal wieder irgendwie bei der Bahn schaffen. Ich habe schon seit ein paar Tagen nicht mit dem gesprochen. Aber ich wollte euch trotzdem einfach mal zeigen, was hier in letzter Zeit passiert ist. Und wie ihr seht, hier haben wir jetzt soweit abgebaut. In der Hütte stehen zwar noch die Geräte, aber da wird eigentlich so nichts mehr von benutzt. Wir sind weitergezogen, was wir euch das letzte Mal da oben gezeigt haben, wo auch die Bäume noch standen, an dieser kleinen Klippe. Und da werden wir jetzt mal hinlaufen. Ich muss hier nur ein bisschen aufpassen, weil hier sind ein paar große Bärenfallen. Wo uns zwar nichts passiert, wenn wir rüberlaufen, den Tieren aber schon von uns. Wenn die da reinlaufen, dann klappen die Dinger zu, dann ist Feierabend. Da vorne, da liegt schon meistens schon eine, da oben liegt auch eine. Das ist also doch gefährlich, da muss man aufpassen. Ich warte ja immer noch drauf, dass dieses Mammut da endlich mal reinläuft, aber... irgendwie scheint das doch nicht zu passieren. Ja, und da sind wir dann auch schon. Da ist unser kleines neues Zuhause. Ist noch nicht ganz fertig. Wir arbeiten noch dran. Stromversorgung ist natürlich auch schon alles komplett da. Oh, Günni ist auch da. Oh, kletter mal hier rein. Hier, was ihr hier seht, diese Gitter jetzt, das ist auch seit dem neuesten Patch, das sind Railings sind das. Das sind also normalerweise ganz normale, ja ich sag mal Holzbarrikaden, die man aber zum Beispiel jetzt auch stapeln kann seit dem neuesten Bugfix. Das heißt, man kann auch Gitter daraus machen, wenn man möchte, und es ist jetzt auch möglich, da durchzuschießen, was natürlich gar nicht mal verkehrt ist. Und ja, das ist das Gebiet, was wir abgesteckt haben. Erstmal natürlich überall jetzt mit Steinmauern rumgezogen, weil hier oben ist doch auch ganz schön was los. Und ja, dann, da wir hier natürlich keine richtige Wasserversorgung haben, weil es natürlich mitten in den Schneebergen ist, mussten wir uns natürlich was einfallen lassen. Also haben wir hier jetzt normale Wasserreservoirs hingebaut mit Wasserleitung, damit wir auch ein paar Felder anlegen können, was auch jetzt schon geschehen ist. Alles mögliche, Kartoffeln. Das sieht ja urig aus. Wann hat er denn solche Farben? Okay. Ist natürlich noch nicht fertig. Wir haben hier Kartoffeln, wir haben Karotten, normale Mejo-Berries. Wir haben natürlich auch Narco-Berries, die wir auch brauchen. Klar, damit wir Narkotik herstellen können. Alles Mögliche, was man so braucht. Wie gesagt, es ist zwar noch nicht ganz fertig, aber... hier ist natürlich noch der zweite Ausgang. Da haben wir Peter. Peter ist unser Paracer. Diese sanften Riesen, die seit den, ich glaube, vorletzten Patch drin sind, sind eigentlich ziemlich gut. Morgen, der guckt sogar runter. Klasse, auch nicht schlecht. Die sind eigentlich gar nicht mal verkehrt. Die sind auch gar nicht mal so langsam. Halten auch ziemlich viel aus. Und man kann auch gut mit den Farben gehen. Müssen wir mal noch gucken, was wir mit dem Peter anstellen. Peter können wir hier leider nicht reinbringen, weil die Tore zu klein sind. Da bräuchten wir Behemoth Gates für. Aber ganz ehrlich gesagt, bei seiner Größe und bei dem Gebiet, was wir hier jetzt abgesteckt haben, kann er hier sowieso nicht viel machen. Deswegen würde das einfach nichts bringen. Deswegen bleibt Peter da draußen, da kann er ein bisschen aufpassen. Für Günni reicht es noch, der ist nicht ganz so groß. Und ja, wie ihr das hier natürlich jetzt alles seht, Licht ist da. Natürlich, hier wird's in der Nacht ist hier stockfinster, da brauchen wir Licht. Diesmal habe ich es aber so gemacht, dass ich den Generator nach draußen gepackt habe. Damit man dieses Gedröhne in der Hütte nicht immer hört, weil das ist mir irgendwann echt so ein bisschen auf den Nerv gefallen. Ja, und dann werde ich euch jetzt mal zeigen, wie es innen aussieht. Ich habe auch ein bisschen mit der Farbe rumgetüftelt. Wie ihr seht, ist gerade noch alles ein bisschen grün. Wie ich selbst auch, seht ihr ja. Ich sehe gerade aus wie ein Weihnachtsbaum. Aber ist eben halt alles nur zum Testen gewesen. Man kann Böden anmalen, man kann Wände anmalen, man kann Türbeschläge anmalen, es funktioniert alles. Macht man alles mit dem ganz normalen Tisch, mit dem Dyed, was man herstellt, das kann man dann in diese, kann euch das ja mal zeigen, in die Spraypistolen einfügen, in die hier. Ich habe ja gerade eine hier, da ist glaube ich auch noch ein bisschen was drin gerade. Und dann kann man zum Beispiel einfach zu den Wänden oder in den Böden hingehen,
Nehmen wir mal hier die Kiste. Sprayeimer. Und schon haben wir eine grüne Kiste. Kann man mit allen möglichen Farben machen. Es sind ja seit den letzten Patches, glaube ich, unglaublich viele Farben mit reingekommen. Deswegen bin ich da wirklich schon gespannt, was da noch alles kommt und was man da noch alles machen kann. Und ja, jetzt sind wir in unserem kleinen Domizil. Und hier haben wir jetzt natürlich erstmal unsere Smithy, den Fabricator, die Öfen, damit wir Metall schmelzen können. Und was ich jetzt endlich hingekriegt habe, ihr seht, hier sind jede Menge von den Airconditionern. Warum so viele, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Das ist, weil wir damit die Temperatur runtergekriegt haben. Jetzt haben wir hier sogar 32 Grad, natürlich, weil er jetzt noch die dicken Sachen anhat. Wenn ich die jetzt ausziehe, habe ich hier ganz normale Temperaturen. Das ist hier oben nämlich auch nötig, weil ihr wisst, dass es hier unglaublich kalt ist. Deswegen kann man jetzt also, wenn man dann wirklich zu Hause in den Gebäuden ist, auch mit ganz normalen Sachen rumlaufen und muss nicht diese dicken Pelzsachen anziehen, damit man hier irgendwann hops geht, weil man erfriert. Das ist dann jetzt weg. Ich hätte hier jetzt auch normale Lampen reinmachen können. Ihr seht da noch draußen, wie es reinscheint von einer. Da habe ich aber nicht so große Lust drauf gehabt, weil ich finde die innen drin eigentlich ziemlich ungemütlich. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich einfach die Standing Torches und stell die hin in der Nacht und mach die dann an, weil es sieht einfach besser aus. Ja, hier haben wir jetzt ganz normal so, ne, wo man sich mal hinsetzen kann, was auch ziemlich cool aussieht, muss ich sagen. Hier kann man mal Süppchen kochen. Da haben wir natürlich den großen Industriegrill, damit wir Fleisch schnell grillen können. Da haben wir unseren Kühlschrank, ist breit gefächert gerade, was es alles gibt. Wo wir dann gerade hier jetzt in den Kühlschrank drin sind, ihr seht ja hier jetzt die ganzen Gerichte, die hier drin sind. Die haben natürlich auch alle eine ganz spezielle Eigenschaft, wenn man die zu sich nimmt. Da werde ich dann mal gucken, dass ich in nächster Zeit für euch auch mal ein Video mache, wie diese ganzen Dinger hergestellt werden und was die bewirken und wie lange das anhält. Da müssen wir dann mal gucken. Das werde ich vielleicht jetzt am Wochenende mal machen. Ja, und wie gesagt, seit den neuesten Patches ist es jetzt auch endlich so, dass man sich hinsetzen kann. Es gibt einmal die Wooden Chairs und dann gibt es einmal die Wooden Bench. Das sind normalerweise Bänke. Die habe ich jetzt einfach mal umfunktioniert, weil ich sowas wie einen Tisch brauchte. Was ich auch gerade bei Studio Wildcard noch nicht ganz verstehe, weil bringen einen Patch raus mit Stühlen und Bänken, wo man dies, sich hier mal draufsetzen kann. Aber mal einen Tisch oder sowas, der kam leider noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wollen wir mal hoffen, weil das ist sonst irgendwie ein bisschen schwachsinnig. Aber wie ihr seht, man kann sich draufsetzen. Er sitzt zwar ein bisschen komisch, sitzt ziemlich steif, aber da kann man nichts dran machen. Kann man auf jeden Fall bestimmt ein paar lustige Sachen mit anstellen. Lustige Gesprächsrunden. Ich werde das erstmal ein bisschen Feuer anmachen. So, jetzt mal ein bisschen noch wärmer wird in der Butze hier. Da gehst du da drauf. So. Aber wie gesagt, es ist alles noch nicht ganz fertig. Es wird noch weiter gebaut. Hier fehlen natürlich auch noch einige Sachen, einige Gegenstände, womit man eben halt bauen kann. Oder womit man Sachen herstellen kann. Nur, da ich das jetzt in letzter Zeit alles alleine gemacht habe, weil ich eben halt so wie ich eben halt gesagt habe, den guten Zerko gerade nicht an eine Strippe kriegt, der hat unglaublich viel zu tun, habe ich mir gedacht, mach's ja erstmal alleine weiter. Deswegen will ich hoffen, dass der jetzt bald auch wieder mit einsteigt, dass wir dann hier richtig weiter loslegen können. Und für jeden, der zum Beispiel diese Videos sieht und immer meint, ja, warum hast du denn da so viele Wasserreservoire, ist doch voll übertrieben, so viele brauchst du doch gar nicht. Ah, nee, stimmt leider nicht. Ich habe hier auch noch drei. Das ist nämlich wirklich eine ganz einfache Sache. Wenn du Felder bewirtschaften willst und du brauchst so auch noch ein bisschen einfach Wasser zum Selbsttrinken, sind diese Wasserreservoire wirklich vonnöten. Es ist nämlich wirklich so gewesen, ich hatte die drei Außenwasserreservoire, die ihr gerade gesehen habt, hatte ich aufgestellt. Es hat angefangen zu schneien, sie waren voll und dann habe ich die Felder hingesetzt. Und nachdem die Felder endlich irrigated waren, sind die leer gewesen. Drei Stück. Das heißt, man braucht wirklich jede Menge. Und gerade wenn man jetzt auch selbst noch Wasser braucht, was man trinken kann und eben halt um diese ganzen Felder eben halt bewässert zu lassen. Und wenn man dann eben halt auch noch möchte, dass hier was wirklich wächst, braucht man ziemlich viel Wasser, dann sind auch jede Menge von denen vonnöten. Kann man leider nicht anders machen, weil eine richtige Wasserversorgung hier oben
wird man nicht hinkriegen. Ich meine, es gibt bestimmt irgendwo bestimmte Stellen hier, wo das Wasser weiter in der Nähe ist. Aber da, wo wir halt angefangen haben zu bauen, ist noch nicht so viel da. Deswegen geht es nur auf diese Art und Weise. Vielleicht kriegen wir es auch noch anders hin, müssen wir mal gucken. Und in den nächsten Folgen werde ich euch auf jeden Fall auch einige von den neuen Dinos zeigen. Das ist heute mal nur so eine halbwegs kleine Infofolge, weil ich leider nicht so viel Zeit habe. Ich habe unglaublich viel zu tun. Das Video, was ihr jetzt hier seht, das sollte normalerweise gestern schon rauskommen, aber ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft. Und wie gesagt, in nächster Zeit werde ich euch ein paar neue Dinos zeigen, weil es sind jede Menge mit dazugekommen. Die Wardrums werde ich euch zeigen, die Kriegstrommeln, die sie jetzt mit dem letzten Patch reingepackt haben, wo man echt spaßige Sachen mit anstellen kann. Und ja, was wird noch so kommen? Mit den nächsten Patches, die jetzt irgendwann die nächsten Tage, glaube ich, sogar kommen, wird dann endlich das Schwert und das Schild, glaube ich, auch endlich mit implementiert, wo ich mich auch schon drauf freue, weil das auch schon wieder so ein, das ändert das Spiel wieder so ein bisschen. Man muss ja wirklich nicht immer nur Feuerwaffen benutzen. Das wäre für PvP natürlich auch nicht verkehrt. Man könnte wirklich richtige Kämpfe veranstalten, was mich auch in den Patchnotes dazu bringt, dass auch in den Patchnotes drin stand, dass es irgendwelche Battle Arenas geben soll oder Boss Arenas. Was das jetzt im Moment bedeutet, weiß ich noch nicht. Hört sich aber auf jeden Fall danach an, als ob große Sachen mit den nächsten Patches kommen, wo ich mich schon wirklich drauf freue und ich hoffe, ihr auch. Und ja, wie es hier weitergeht, werden wir in nächster Zeit sehen. Wie gesagt, am Wochenende, wenn ich Zeit habe, werde ich mich wieder richtig hinsetzen. Ich werde mit den anderen auch wieder Survival of the Fittest zocken. Diesmal auch mit dem kompletten Ton, keine Sorge. Der wird dann kommen. Tut mir leid, dass das letztes Mal so ein Chaos war, aber es hat einfach nicht hingehauen. Das ist Technik. Man hasst es zwar abgrundtief, aber man kann es nicht ändern. Und bevor ich euch jetzt weiter zuquatsche und ich euch noch weiter von eurem Wochenende ablenke, danke ich euch jetzt fürs Zusehen. Ich hoffe, die kleine Folge hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen was zeigen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Abend. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt mir was in die Kommentare. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann wünsche ich dich jetzt herzlichst willkommen. Mein Name ist Onkel Ben und wenn du auf meiner Seite den kleinen roten Button unter meinem Bild klickst, bekommst du jedes Mal eine Nachricht, wenn ich ein neues Video rausbringe auf meinem Kanal. Und damit bin ich jetzt raus. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.